Herzlich willkommen, liebe Star Bulls Fans. Es ist wieder soweit. Bulls TV on Skype. Und heute haben wir unseren Neuzugang Manuel Edtfelder. Erstmal, Manuel, danke, dass du dir Zeit nimmst heute für uns. Servus, danke, sehr gerne. Ja, also, du kehrst zurück zu den Star Bulls. Eine tolle Nachricht, die uns da ereilt hat. Du warst bei den Star Bulls schon, ich glaube, von 2013 bis 2017. Ich glaube, für dich zurückzukehren zu den Rosenheimern, hast du nicht groß überlegen müssen, oder? Weil du kennst den Verein, du kennst die Fans, du weißt das Umfeld. Rückkehr zu deiner alten Wirkungsstätte, positiv. Ja, auf jeden Fall. Also für mich war das ganz klar. Oder auch die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen, auch mit dem Trainer und so, das war sehr vielversprechend. Und ich muss auch ganz klar sagen, erste Profistation von einem ist auf jeden Fall ganz, ganz was Besonderes. Man kennt halt auch alle, also durch das, dass ich ja dem Nachwuchs auch dort, sage ich mal, dazugestoßen bin und da angefangen habe, dann auch im Profibereich reingekehrt bin, kennt man halt einfach das Ganze, die ganze Philosophie vom Verein und alles. Und auf jeden Fall war das für mich die Entscheidung, war mit Sicherheit nicht schwer. Du hast oder spielst eine sehr, sehr starke DL2-Saison. Von der Verpflichtung her, von den Star Bulls, ein super Griff. Die Diskussionen, die ich jetzt sehe, sind eigentlich folgende. Offensiv oder defensiv? Wo siehst du dich positionstechnisch, gerade jetzt bei den Star Bulls? Also ich möchte auf jeden Fall Stürmer spielen. Das war letztes Jahr mehr oder weniger einfach so ins kalte Wasser geschmissen worden. Sie haben mich gefragt, ob das möglich ist, ob ich mir das vorstellen könnte, hinten zum Spielen. Oder in der Verteidigung. Und ja, ich habe halt einfach zum Trainer dann auch gesagt, wir müssen schauen, wie das funktioniert. Und es hat eigentlich sehr gut funktioniert, auch am Anfang in der Vorbereitung. Und das hat sich eigentlich durch die ganze Saison dann durchgezogen. Ich habe natürlich immer auch gute Partner an meiner Seite gehabt, die was mir das einfach gemacht haben, mich da gut unterstützt haben. Aber also, wenn man das ganze Leben als Stürmer spielt, dann sieht man seine Zukunft natürlich auch vorne. Ja, dann freuen wir uns, wenn du dann offensiv bei uns die Tore machst. Wie gesagt, 2017, 16, 17 war ja unser Abstiegsjahr. Du hast es miterlebt, du kennst auch noch einige aus dem Team. Ist es für dich auch so ein bisschen so ein Ansporn, wenn du jetzt zurückkehrst? Klar, Rosenheim hat immer den Anspruch aufzusteigen. Diesen Abstieg wieder auszuwetzen durch deine Leistung, dass wir nächstes Jahr aufsteigen und dass man dann quasi sagt, okay, Haken dran, Thema erledigt. Ja, auf jeden Fall. Es war natürlich das ganze Jahr, in dem Jahr, wo wir jetzt abgestiegen sind, das war natürlich auch mit vielen Verletzungen und alles. Da ist halt irgendwie alles zusammengekommen. Natürlich auch die Stimmung, wo da nach dem Ganzen in der Kabine war, das ist halt für Spieler generell, die was in dem Verein groß geworden sind, was ganz, ganz Bitteres einfach. Und natürlich ist auf jeden Fall eins meiner größten Ziele auch, wenn ich zurückkomme, ganz klar, ich möchte mit Rosenheim aufsteigen in die DL2. Ich glaube, ein Faktor, wo alle sagen, was Rosenheim auszeichnet, ist die Atmosphäre. Und ich glaube, egal bei welchem Verein man spielt, ich glaube, man kann ehrlich zugeben, die Atmosphäre in Rosenheim ist sensationell. Was für einen Unterschied, glaubst du, wird es machen, wenn wir wieder Fans dabei haben dürften in der kommenden Saison? Ja gut, also dieses Jahr, das war ja einfach gefühlt eine Katastrophe zum Spielen, also besonders am Anfang. Einfach man läuft ein und sonst ist immer schon, teilweise beim Aufwärmen, ist schon richtig was los und da läuft man ein und es fühlt sich am Anfang natürlich an wie im Training. Aber man merkt es auch selber oder man weiß, wenn es losgeht, man will gewinnen. Es geht um was und deswegen man muss schon Gas geben. Aber natürlich ist es einfach ganz, ganz was anderes, mit Fans zu spielen wie ohne. Und die pushen einen. Natürlich, man hört nicht immer alles, aber man hört den Lärmpegel im Hintergrund und die treiben einen schon wirklich nach vorne. Besonders auch in Rosenheim mit dem, sagen wir mal jetzt, halt alten Stadion oder mit den hohen Dächern, da ist halt besondere Atmosphäre einfach drin. Das merkt man schon. Steile Kurven, nah dran. Also ich mag es auch sehr, sehr gern. Hast du Kontakt noch gehabt mit irgendeinem der Spieler, die jetzt aktuell in Rosenheim spielen? Hast du da noch Verbindungen gehabt, so ein bisschen geratscht auch über die Entscheidung, dass du kommst? Habe ich eigentlich, seitdem ich weg bin aus Rosenheim, ist der Kontakt nie wirklich abgebrochen. Egal, ob das jetzt zu den Verantwortlichen ist, oder zu Spielern. Das sind natürlich auch viele einfach Freunde. Ist klar, wenn man länger einen Zeitraum dort spielt, gibt es mehrere, mit denen ich wo in Kontakt stehe. Und mit denen habe ich mich natürlich auch unterhalten. Wir haben da, egal, halt, habe mir einfach nachgefragt. Das ist natürlich auch so,
bin ja doch jetzt auch ein paar Jahre weg, es hat sich vieles verändert. Ich habe mir das Ganze ja angeschaut und das ist halt einfach, das hat sehr, sehr positiv gewirkt und ich freue mich wirklich schon sehr drauf. Eine Abschlussfrage noch, Manu Edtfelder, wir kennen dich, also wir kennen dich bei den Rosenheimern, auch natürlich bei Tölz. Auf was können sich die Fans freuen, wenn du bei uns auf dem Eis stehst? Ich glaube, bei mir kann man sich wirklich darauf freuen, dass ich immer versuche, 100% Gas zu geben, alles für die Mannschaft zu tun und ganz klar, der Teamerfolg steht im Vordergrund für mich. Super, Manuel. Dann würde ich sagen, noch alles, alles Gute für die restliche Saison. Eine schöne Sommerpause und dann freuen wir uns sehr, dich dann in Rosenheim auf dem Eis zu sehen. Wunderbar. Super, danke. Wünsche ich euch auch. Danke. Servus. Danke. Servus.